Seid gegrüßt, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Serious Sam 2. Auch in diesem Projekt wünsche ich euch ein frohes neues Jahr im Jahre 2016. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir sind zurzeit in Ursul, der Hauptstadt der Simmers, wo wir uns beim letzten Mal erst hart durchschlagen mussten. Und da ist schon das erste Geheimnis. Aber ich komme so nicht hin. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Aber ich komme so nicht hin. Das geht ja wunderbar los. Warte mal, wir könnten... Ich glaube, hier war das. Ich glaube, man kann hier irgendwie hoch und dann... Ja, ja. Irgendwie so war das. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber ich... Diese Steuerung macht mich teilweise ein bisschen wahnsinnig. Aber nur so ein bisschen. Weil man fällt auch so schnell irgendwo runter. Ich möchte das... Ja, es hat fast funktioniert. Warte. Warte. Warte, vielleicht muss ich in die andere... Und dass diese Kiste auch immer wegrutscht, ne? Das ist sowas, was mich gerade so ein bisschen ankotzt. Man könnte meinen, es ist eine schwere Kiste. Gut, wir sind auch ein schwerer Sam. Aber trotzdem muss es doch irgendwie möglich sein, dass ich da hochkomme. Zum Geier! Okay. Probier es nochmal ganz sachlich. Guck mal, die rutscht. So, und genau so und nicht anders. Jetzt speichere ich erstmal. Warte mal, ist hier noch was? Nee, da komme ich nicht hin. Okay, dann muss ich definitiv da rüber. Wunderbar. So, und dann haben wir auch die geheime Bombe. Okay. Wir könnten allerdings da irgendwie noch was holen, wenn ich da auch noch eine Kiste aufstelle. Sorry, dass es jetzt gerade so ein bisschen dauert. Wobei, es ist... Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich werde den Schatz da jetzt nicht mitnehmen. Ich nehme jetzt einfach nur sehr, sehr wichtige Items mit. Also im Sinne beispielsweise von Munition und vor allem von... Ja, vor allem Waffen. Ja, das kann ich auch noch aufnehmen. Oh, das ist, glaube ich... Ich glaube, das verdoppelt oder verdreifacht meine Punktzahl, wenn ich Kills mache. Das bewahre ich mir nicht auf. Ich nehme es gleich. Ja. Ja. Wo ist er denn? Okay, noch mehr? Genau, da müssten eigentlich noch mehr kommen. Okay, das hält auch noch 48 Sekunden. Kann ich da nicht durch? Habe ich zu früh... Ah, okay, stimmt. Ich muss da Stuffs aufnehmen. Oh Gott, was für eine Verschwendung. Jetzt habe ich natürlich meine... Das viel zu früh genommen. Da kommen sie. Da kommen sie! Dann kann ich ja vielleicht doch noch ein paar Punkte absahen. So. Für euch alle was dabei. Zack, 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 zack. Oh. Da haben wir unser Extra Life. Oh Gott. Na, aus. Fifi. Aus. Oh, wie viele kommen denn da noch? Ich habe nicht mehr allzu viel Leben, Leute. Es sind vor allem so viele. Okay, 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 okay. Wir haben es geschafft. Nein, da kommen noch mehr. Aber erstmal... Ja gut, die sind ja relativ easy. So, erstmal Leben einsammeln. Rüstung. Hallo.
Da ist nichts. Okay. Ja, erstmal alles durchsuchen. Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Außer irgendwelche Schätze, die auf irgendwelchen Haus-Simsen, Haus-Häuser-Sims, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Häuser-Simse. ein Haus-Sims, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Das hat jetzt trotzdem in dem Fall geklappt. Häuser-Simse. Häuser Simbas. Gut, nehmen wir hier natürlich noch. Wie ist denn das mit hier? Was haben wir? Na! Okay. So, Kugeln für unsere Uzi. Da kommt der erste. Ein neuer Gegner, der Zombie Broker. Relativ ungefährlich, aber in Massen nervig. Könnten eigentlich hier warten. Nee, okay. Die verhaken sich da leider in der Ecke. Oh, jetzt macht mal nicht so eine Panik hier. Ja. Den hat's zerfetzt. Oh. Ich doch lieber. Na. Da muss ich meine Kugel nicht verschwenden für die schöne Uzi. Super. Ja. Was rennst du da auch hin? So, ich weiß, dass es hier aber auch irgendwo noch. Aua, ein paar Geheimnisse gab. Na, steh auf. Oh, 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 oh. Der ist gefährlich. Schnell speichern. Na. So. Ja, wir kommen doch einigermaßen gut voran. Aber die schweren Passagen, die warten noch auf uns. Da wird noch einiges kommen. So. Aber Moment, ich muss mal kurz Beruhigungstee trinken. Ah. So. Autsch. Leben. Ja, sag mal. Sag mal, wo kommst du denn her? Das war mir zum Beispiel auch neu. Das Geheimnis kannte ich jetzt auch noch nicht. Hier ist sonst irgendwie was. Negativ. Aber ich weiß, dass hier was ist. Und zwar das da. Ja, ja. Und zwar, ich glaube, dass... Ich schnell speichern. Ach stimmt, ja. Rückkehr des Boxen im Barry-Geheimnis gefunden, herausgefunden. Ja, es ist... Der Humor. Der Teufel steckt im Detail. Moment, Moment, Moment. Wo bist du? Ach so, das ist so einer. Okay. Okay, okay, okay. Das ist dann nicht so schlimm. Da ist einer. Dann hatten wir... Okay. Die Musik beruhigt sich wieder. Autsch. So. Muni wieder alle. Schnell wieder auffüllen.
So. Und die sind so nervig, die Viecher. Habt ihr eh keine Chance? So, jetzt stop it. Es ist genug. Wie das da. Aua! Boah, wie eine Rakete reinhaut, ne? Da merkt man schon, dass es wirklich auf Sirius ist. Was? Ich sehe hier keinen Sinn mehr. Erstmal. Boah. Erstmal Items abgraben. Ach da, da hinten. Da hinten ist er. Ja, ich komme gleich, mein Kleiner. Ich komme gleich. Onkel Sam ist gleich da. Erstmal wollte ich nochmal schauen, was hier... Genau, da war nämlich auch noch was. Guten Tag. Geheime Raketen. Das tat weh. Ah, fuck. Nein! Oh, fuck, da war noch... Oh, komm. Dann mache ich das gleich jetzt hier. Los. So, komm her. Und... Oh, jetzt habe ich einen versemmelt. So. Jetzt haben wir natürlich wieder deutlich weniger Munition, ne? Ja, bin gleich da, mein Kleiner. Erstmal muss Papa hier noch ein bisschen was einsammeln. So, da ist ein Sack. Hier ist ein Sack. So, was ist eigentlich mit dieser Statue hier? Schade. So, was ist denn los? Nutzen. Wer will es mir zeigen? Was los? Sehr schön, das nehme ich doch gerne. Das Scharfschützengewehr. Allerdings ist sowas natürlich immer geskriptet. Da passiert auch immer irgendein Scheiß, wenn man eine neue Waffe in Serious Sam aufsammelt. Typical. Sonst noch was hier? Was? Okay, Toilettenspülung. Das kann ich... Krass. Okay, das war übrigens auch neu. Das habe ich auch gerade nur durch... Warte mal, kann ich das nochmal nutzen? Soll es normalerweise hochkommen? Ja, Moment, Moment, Moment. Ich meine, das... Ach so! Oh, das hätte doch funktioniert. Das ist ja geil. Aber... Komm doch nicht runter. Warte mal. Ah, verstanden. Ja, cool, cool gemacht. Es geht auch nichts über eine gute Toilette. So, guten Tag. Ja, tobt euch mal aus. Wow. Mann, mach ihn ruhig. Mann, das wird typisch Tür, ne? So, das ist weg.
Na, 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 na. Ja, geh halt raus. Siehst du, wirst schon sehen, was du davon hast. Du bist nur durch die Gegend gepfeffert. Ja, geh raus, los. Ja, scheiß Trick. Muss ich das einfach nochmal einsammeln? Ist das wirklich dadurch kaputt gegangen? Ja. Nun gut. Ruhig. Ruhig, mein Kleiner. Ruhig, Roter. Ja, ja. Stirb! Ha! Oh, da ist noch einer. Wuff, wuff. Au. Was war das jetzt? Da. Du Ratte. Okay, Scharfschützengewehr. Sowieso mein Liebling. Neben der Minigun. Ja, das macht Spaß. So. Und da haben wir schon das nächste Geheimnis. Wir müssen hier auf diesen Dächern diese verschiedenen Zielscheiben treffen. Aha, aha. Extra Life. So, okay, dann knallen wir mal die ganzen Ziele ab. So, wir haben da eins. Ding. Da eins. Da haben wir eins. Und da haben wir eins. Und irgendwo eins war ganz weit entfernt. Wo war denn das? Wo ist denn das Scheißding? Holen wir jetzt erstmal kurz die Items hier. Und dann schaue ich mich gleich nochmal ganz genau um. Ja, sag mal! Achso, da war ja nur der Scheißhund drin. Ach ja, da ist ja auch noch... Ah, muss ich jetzt auch nochmal holen. Ah, da! Da ist es sogar, das... So, das war ja erst da. Na komm. So, und da hinten ist es. Das ist das letzte. Oh! So. Geheime Rüstung. Aber... Da, da ist sie. Da ist sie. Danke. Okay, weiter geht's. Aha, wieder unsere Oger. So, delle. Ja. Ihr passt doch gar nicht da rein. So, okay. Ja, wir kommen ja relativ gut voran. Da kann man nicht meckern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Allerdings grauen mir noch folgende Stellen im Spiel, die leider noch kommen werden, die echt sauschwer sind. Ich habe dieses Spiel noch nie... Ich habe noch kein einziges Spiel aus Series durchgespielt.
Kein Serious Sam Spiel auf Serious durchgespielt, weil in den anderen Serious Sam Teilen ist es ja so, wenn man auf, die letzte Schwierigkeitsstufe auf der letzten Schwierigkeitsstufe spielt, dass die Gegner dann phasenweise unsichtbar sichtbar werden, wieder unsichtbar sichtbar, immer die ganze Zeit. Es ist ziemlich nervig und meiner Meinung nach auch sehr anstrengend. Und hier in Serious Sam 2 ist das zum Glück nicht so. Dementsprechend spiele ich jetzt zum ersten Mal ein Serious Sam Spiel auf Serious durch. Das wird eine schöne Herausforderung, sage ich euch. Gott, genau, hier kommen ja so viele, ne? Okay, da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen mit Granaten arbeiten. Habe ich eh so viele. Was? Ah, da hinten ist noch einer. So. Dann der da. Nächste bitte. Ich finde es schön, wenn sie immer in so in einer Linie kommen. Das macht es dann einfach umso... Ja gut, ist auch ein bisschen schwierig, sich hier irgendwie in irgendeine Formation in diesen Gassen aufzustellen. Aber wenn sie so nach und nach kommen, ist das ganz angenehm. Ja, ja, ja. So. Sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ja, und was mich immer noch so ein bisschen ankotzt, ist die Steuerung, ne? Wenn ich so nach links und rechts bewege, dann switcht das ganz schnell auf einmal so. Und das, keine Ahnung, das hakt irgendwie nach. Das kann nur am Spiel liegen. Das ist egal, ob ich aufnehme oder nicht. Und es ist auch egal, in welcher Einstellung ich das nehme. In welcher Grafikeinstellung ich das Spiel spiele. Das ändert sich nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Mausempfindlichkeit liegt es inzwischen auch nicht. Das habe ich auch schon ausprobiert. Dafür kann ich nichts. Also wenn da jemand eine Lösung weiß, dann sagt mir Bescheid. Oh, die Musik. Bom. Oh, diese Trommel. Bom, 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 bom. Zwischendurch ein Ha. Oh, noch mehr. Und durch dieses Nachhaken, wenn ich nach links und rechts meine Maus bewege, das macht es umso schwieriger zu zielen. Umso schwieriger, sage ich euch. Kann ich das Dach wenigstens einstürzen lassen? Danke. So, gleich haben wir wieder ein Extra Life. Oh, grüß Gott. Ja. Yeah. Oh, das war ein was war schwierig hier, das weiß ich noch. Da kann ich euch nicht versprechen, dass ich das hier auf Anhieb schaffe. Da werde ich gegebenenfalls ein paar Versuche brauchen. Ja, das wird echt scheiße hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das gepackt habe. Ich glaube... Ja doch, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Und zwar muss ich mich hier, weil die Gegnermassen sind hier extrem hart. Es gab hier irgendwo eine Versteckmöglichkeit. Wenn man außer Sicht ist... Ja, wo war denn das? Ach du Scheiße. Bitte. Headshots kann man den leider nicht verpassen. Sowas kennen die nicht. Also, und wo war denn jetzt hier? Ich glaube, das war irgendwo hier oben, dass man sich da oben irgendwo verstecken konnte. Oder dass man für kurze Zeit außer Sicht war. Genau, ich glaube, das war hier. Ich
probiere das jetzt erstmal so. So. Nächste bitte. Ich muss hier ein bisschen taktisch vorgehen, weil ich weiß, hier kommen sehr, sehr, sehr viele. Ich muss jetzt hier einen nach dem anderen erledigen. Scheiße. Obwohl, im Moment geht's ja eigentlich noch, ne? Wo bist du denn? Gibt's da sonst irgendwas? Nee. Mama mia. Die haben auch Sprüche drauf, oder? Nee, der trifft mich nicht. Autsch. Ja, ist da noch einer oder was? Wenn man sich richtig positioniert hier, dann kann man die wunderbar austricksen. So. Aber das war jetzt nur der Anfang, bin ich der Meinung. Stirb. Stirb. So, und diese kleine Plattform, die gibt uns auch wunderbar Deckung, sodass die Raketen die ganze Zeit dagegen donnern. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Sorry. Mich hat es ein bisschen erwischt, dann muss ich noch mal ein bisschen was trinken. Ist ja wichtig. Muss ja gesund bleiben im neuen Jahr. Sonst kommen wieder nicht so viele Folgen. So, komm. Stirb. Okay, eigentlich geht das noch. Ich dachte, es wären mehr. Ah, halt. Da. Das will ich eigentlich haben. Ich speichere mal eben. Ah, was mache ich denn da? Das will ich haben. Nein! Spielladen. Oh Gott. Genau, ich glaube, ich habe mich immer in dieser Ecke, in dieser Spalte da versteckt, aber... So geht es natürlich auch. Ich glaube, hier habe ich mich immer versteckt. Genau, dann habe ich die hier alle abgefarmt. Hä, das war schon? Ja. Er ist so typisch Kalawa, oder? Echt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, wie viele Geheimnisse? Wir haben 6 von 6 Geheimnissen gefunden. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal kurz hier ein bisschen um. Sehen wir was an? Hey, leave that shaman alone.
We can do this the hard way or my way. They're basically the same thing. Sehr schön, da geht es auch schon los. Tja, bei dem Schild Luckys gefangene Schamanen glaube ich nicht, dass wir hier ein Waisenhaus finden. Der Schamane ist genau vor uns. Da es ein Gefängnis ist, müssen noch mehr Gefangene in der Nähe sein. Wenn wir sie befreien, helfen sie uns sicher. Sei vorsichtig, ich wette, es gibt jede Menge Wachen da drin. Ja, und damit mache ich auch einen Cut. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall uns ein bisschen in diesem Gefängnistrakt umsehen und natürlich auch den besagten Simba-Schaman befreien. Also freut euch drauf und sehen uns bald wieder, wenn es fest ist. Let's Play Series M2. Haut rein und ciao.